Morgen. Ach, ist kurz vor 6, ich bin schon in Rockenhausen. Ich habe den Radlader abgeladen, habe den Brecher drauf, ich häng gerade zusammen. Alles noch so dunkel draußen. Aber hat sehr gut geregnet heute Nacht. Wir haben heute Morgen 20 Grad, also es ist schon wieder. Kein Wetter für Hunde. Ah, scheiße, zu tief. Dreck gestummt. So, ich mache das dann fertig draus und dann, wenn ich in Jedebach im Steinbruch bin, wird es wahrscheinlich wieder hell sein. Gut.
geklappt. Als wie war das schon mal gemacht? 10-3 Mo, ja.
und so warm ist. Kollegen hier haben mir auch sehr, sehr viel und sehr, sehr gut geholfen. Oder besser gesagt, der Kollege. Hat sich sogar gewünscht, dass ich die Kamera aufstelle. Soweit lief das ja alles eigentlich perfekt. Ja. Das Rausfahren hat dann auch geklappt. Jetzt kommt gleich von rechts ein dunkler Oberklassewagen. Ich musste dann hier rechts hoch, habe das dem Herrn signalisiert. Der hat dann gestikulierend und eindeutige Schimpfwörter, die von der Lippen ablesbar waren, von sich gegeben. Und ja, das soll auf keinen Fall eine Entschuldigung sein, aber das hat mich irgendwie total aus dem Konzept gebracht. Man wird auch gleich sehen, wenn ich losfahre. Ich achte nur auf den Herrn in dem Wagen, oder fast nur, und ich gucke nicht, wo mein Tieflader langläuft. Das war mein Fehler, eindeutig mein Fehler. Darf mir nicht passieren so. Ist jetzt leider passiert. Aber seht selbst. Danke. Gleich sieht man meine Kabine wackeln. Genau jetzt war das. Und ja. Ich habe mit meinem linken Heck das parkende Fahrzeug gestreift. Nochmal, das soll keine Entschuldigung sein. Ganz klar, mein Fehler, meine Unachtsamkeit. Aber wenn ich sehe, das hat jetzt seit vom Losfahren bis zu dem Wegfahren, so dass ich durchfahren konnte, hat es vielleicht 3 Sekunden gedauert. Und wenn man dann wegen den 3 Sekunden so einen Aufstand macht, weiß nicht. Das hat mich halt geärgert in dem Fall und ich war komplett unachtsam. So. Ach ja. Jetzt habe ich das parkende Auto mit dem parkenden Auto rasiert. Für die Dame. Polizei war da. Alles gemeldet. Der normale Vorgang bei einem Unfall halt. Wurde mündlich verwarnt. Wie gesagt, tut mir sehr, sehr leid, dass das alles jetzt hier so passiert ist. Aber dann nicht mehr so viel gefilmt an dem Tag. Ich habe diesen Bagger, der ging nach Landstuhl rüber. Dann war ich in Ludwigshafen bei der Liebe, habe einen 926 Long Reach, einen Multi-User geladen, der ging nach Rammstein-Miesenbach. Und danach bin ich nach Sembach zu uns auf den Hof gefahren, beziehungsweise nicht auf den Hof, sondern auf unseren Lagerplatz. Und habe einen Radlader, einen L566, noch vorgeladen für den nächsten Tag. Wie gesagt, gefilmt habe ich nichts mehr, ich war
hoffentlich verständlicherweise bedient für den Tag. Ich hatte eigentlich keine Lust mehr für gar nichts. Und am meisten habe ich mich über mich geärgert, über meine eigene Doofheit. Dass ich mich so oder von sowas so derart aus dem Konzept habe bringen lassen. Das ist eigentlich nicht meine Art. Ich bin eigentlich immer zu 100% bei meiner Arbeit. Ja, aber man sieht, es läuft auch bei mir nicht immer alles rund. Ich bin in Oberlahnstein. Gerade draußen habe mein Tiefbett noch ein bisschen angehoben. Jetzt warte ich, bis hier frei ist. Und dann, wo meine Kollegen stehen, fahre ich jetzt gleich rein. Wenn frei ist. Der da vorne steht und winkt, ja, den muss ich leider ausblenden. Der hat ein absolutes Radiogesicht. War nur Spaß. Er macht gerade so, als wenn er es gehört hätte. Aber der
Radio gesichtet wird. Radiogesicht definitiv. Sag immer das Bushaltestellenschild, den und dann den muss ich wahrscheinlich halten und dann hier den, jetzt ist er oben, okay. Die Kette aus. Sorry. Ich muss schnell die End rausziehen, die unterm Arm liegt. Sonst ist alles gut. Nein. Das Holz weglassen. Gut. So, fertig. Die Folge heißt der Mann mit dem Radiogesicht. Sagt, die Folge heißt der Mann mit dem Radiogesicht. Ich muss nichts machen. Ich stehe doch faul. Ja, das ist auch die Alte. Guck, die Jungs. Arbeitswidrige Jugend, oder? Das ist Sklave. Sagt bitte, ihr macht das alles freiwillig. Anders, der glaubt keiner. Ihr macht das alles freiwillig. Bitte, sagt das bitte jemand. Sagt es bitte jemand. Freiwillig gezwungen. Ja. Gezwungene Freiwilligkeit, ja. Sorry. Schaufsäckel. Die wilde Jungs. Guck mal, ich muss nichts machen. Gell? Ah, das müssen wir aber vielleicht noch einmal. Das müssen wir vielleicht noch einmal. Okay, mal los uns, weil wir so arbeitsmütig waren, lassen wir es ausnahmsweise jetzt mal. Jetzt wollen wir, weil es über der Kette ist, dass sie ein bisschen stramm bleiben möchte. Ach so, dass du die Kette noch unten ziehst. Wie jetzt der Bruch? Hä? Hängst du jetzt da drauf? Ah jo, häng ich drauf. Wir warten nur auf dich. Weil sie jetzt immer schnell waren.
Freitagmorgen, kurz vor 7:30. Ich bin gerade in Bexbach. Wollte gerade Bexbach, bin schon in meiner Zielstraße. Da hole ich gerade rein. Hab hier noch den 350er geladen. Hatte ja gestern Abend betreutes Verladen. Ja, ich, alter Sack, dürfte nebendran stehen, dürfte zugucken. Hab schon mal meine Kette los. Ich sag, der Akku voll. Okay. Laufen die ganze Scheibe an hier drin. Warte ich noch kurz, bis der Kollege da hinten rausgefahren kommt. Und dann hol ich da rein.
so, ich weiß nicht, was los ist manchmal. Manchmal, ja, mit ihm öfter. Ich weiß. Hier vorne steht mein Bagger. Ich denke, ich kann hier einfach drauf fahren, lade das Ding. Der hat zwei Löffel dabei. Ja, einer steht da drüber. So, bleibe ich hier stehen, hänge ich ab, stelle den LKW davor und dann lade mir die Bagge. Eine Kette hier vorne drüber gespannt und hier zwei Ketten quer drüber. Was soll ich machen sonst? Wenn ich ihn liegen lasse, krieg ich wieder Feuer. Was heißt Feuer? Aber ich bin dann halt der Depp bei der Sache. Nee, lass es jetzt so. Jetzt geladen. Ich habe hier die Kamera, habe ich mitlaufen, falls die hier ausgeht.
Höhe. Ich hoffe, dass ich den Löffel nicht verliere. Das wäre dramatisch. Aber gut. Wäre ich auch mal wieder in der Nachricht. Ne? So, jetzt hier in meiner Halle. Akku fast leer. Ist halb zwei, Freitagmittag. Noch Feierabend. Was heißt Feierabend? Ich wechsle jetzt die Arbeit. Ich gehe jetzt einkaufen und dann fahre ich hoch nach Sembach und dann wird begonnen damit alles aufzubauen. Unsere Outdoor-Küche quasi. Jo. Deshalb hören wir auch auf hier heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Bleibt gesund. Haut rein. Und habt vor allen Dingen Spaß. Bis demnächst. Ciao.